Hallöchen, Menschen, Kinder und Nichtkinder, Jugendliche, Erwachsene. Ich bin wieder hier und frage mich, was um alles in der Welt diese Geräusche macht. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es der Typ mit dem Brandeisen ist. Okay, seine Fähigkeit der Verringerung meines Lebens reicht nicht so weit. Ich frage mich, warum deren Masken hier rumliegen. Okay. Beruhig dich doch. Okay, jetzt ging das als Combo. Das ist sehr merkwürdig. Klingt alles nicht gesund. Pale Pine Resin. Ich glaube, ich gehe erstmal weiter hier. Okay, die Atmosphäre ist schon speziell hier. Ist die Echse oben oder wie? Oder unten? Also unten sehe ich keine. Zur Hölle ist das? Okay. Neuer Gegner. Klingt zumindest so. Zugemauert. Was? Was? Was zur Hölle? Friend? Ja, zumindest ist er. Was zur Hölle? Okay. Die erstmal nicht umbringen. Sofern die alle so ticken wie er. Wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe. Da ist wieder einer von den Brandeisen-Heinis da auch. Zwei Stück von denen. Das ist gefährlich. So, das Ding erstmal öffnen.
Lebt er? Glaube ja. Jailbreaker's Key. Okay. Key to the barred window of Irithyll Dungeon. Key to the barred window of a, but the window only leads to a bottomless black pit below and above. A paltry view of the ruined, profaned capital. The very architecture appears to be a cruel joke the jailers played on would-be escapees. Okay. Dann bin ich ja mal gespannt, wo das hinführt. In, offensichtlich in ein Loch. Beziehungsweise zu einem Loch. Oh Mist, da sind zwei von denen. Okay, also drei insgesamt. Upsi. Upsi, dupsi, du. Keine gute Idee. Das war keine gute Idee. Die Idee war mehr als schlecht. Bin ich wieder. Ist alles wieder gut? Relativ. Okay. Wo habe ich denn den übersehen? Ich wüsste gerne, wer oder was du bist. Ich frage mich auch, warum ich mit dir nicht reden kann. Ach, da stehen sie und freuen sich des Lebens. Jetzt nicht mehr. Tut mir fast ein bisschen leid. Ah, der stand wahrscheinlich hier oder so. Keine Ahnung, ich habe ihn von da oben nicht gesehen. Kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen. Da ist noch einer von denen. Das ist auch. Das ist einer von den Bösen. Okay. Der findet mich scheiße offensichtlich. Du siehst strange aus, mein lieber Freund. Yo. Der bleibt nicht liegen. Ich muss wieder darauf aufpassen, dass ich hier nicht mein Leben lasse mit meinen 75.000 Seelen. Okay. Simple Gem. Davon hatten wir eins aufgesammelt nach Pontiff Sullivan. Aha. Jetzt gibt's hier also auch Mitschleier. Interessant. Ich muss mal irgendwann wieder gucken, welche Messages denn hier momentan geratet werden. Das fasziniert mich ja schon fast ein bisschen. Da ist der. Das Dumme ist, ich bin mir recht sicher, dass... Ah, ein noch. Oh, es enttäuscht mich nicht. Ah, verdammt. Dann halt nicht. Ich wollte gerade sagen, ich bin mir recht sicher, wenn ich dem hinterher renne, dann ist da irgendwie ein Hinterhalt oder so. Deswegen spare ich mir das. Ist mir jetzt aber auch nicht so wichtig, muss ich zugeben. Ich bin mit Sicherheit nicht das letzte Mal hier. Könnte ich mir vorstellen. Kein Weg. Kein Weg. Das ist strange. Okay, man kann die doch kaputt hauen. Die liegen da nicht einfach auf dem Boden rum oder so. Ich würde gerne diese Maske. Ich hätte gerne diese Maske. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Also sehr, sehr, sehr gut. Ich hätte sie gerne. Die wäre mir so... Da noch lieber als aktuell. Hallo.
Dich habe ich doch gesehen. Bist du ein... Du bist einer von den Arschlöchern. Okay. Wisst ihr, der hat mir einen mitgegeben. Der hätte mir einen mitgegeben. Wäre ich da einfach so hinterhergelaufen. Die sehen ziemlich falsch aus. Tailbone Spear. Wo haben wir den denn? Rotten Grew Tailbone. Twisted Spear cherished by the wretched failed prisoners of Erythal Dungeon. Das sind also die wretched failed prisoners. Failed prisoners. Crafted from a feeble tailbone and seen as a sign of the dragons. Their screams are often heard inside the dungeon as they naively mutilate their unworthy flesh. Ach du Kacke. Die verletzen sich also selber? Benutzt er die? Was macht denn der da? Ha. Ich möchte den ungern umbringen, aber ich kann mir auch gleichzeitig nicht vorstellen, dass man den retten kann oder so. Deswegen werde ich es einfach mal öffnen hier. Schade. Hatte gehofft, dass das nicht zu einem Kampf kommt. Habe mich getäuscht. Hinterlässt noch nicht mal ein Item. Ist. Okay, das ist enttäuschend. Und ich hatte gedacht, der lässt ein Item liegen. Und da hinten war verschlossen. Und einen anderen Weg gab es jetzt nicht, ne? Oder vertue ich mich hier? Ne. Einen anderen Weg gab es nicht, das heißt, ich muss da lang. Okay. Ich bin mir gerade nicht sicher, welcher Boss hier kommen soll. Ich meine, es war gerade vom Profane Capital die Rede. Das wird dann wohl Yorm sein. Würde ich fast vermuten. Was? Okay. Das ist interessant. Das sind das auch Jailer? Außer die Ziege. Ich will es nicht hoffen. Da gehen wir auf jeden Fall noch runter, so wie das aussieht. Da müssten wir irgendwie auch hochkommen. Das dürfte das gewesen sein. Ach du meine Güte. Was zur Hölle ist der... Moment. Moment, Moment. Ich habe hier gerade... Ist das... Nein. Kiln of the First Flame, da wo wir... im Teil 1 mit Gewinn gekämpft haben, ist das doch nicht, oder? Nee. Aber es sieht so ein bisschen danach aus. Aber das wäre ja Quatsch. Was zur Hölle ist das da? Das sieht aber aus wie... wie das Herrschergefäß, beziehungsweise... die Lordfessel. Was? Okay.
Ich möchte gerne wissen, was hier geht, was hier abgeht. Ich kann es mir nicht so recht vorstellen. So, bist du auch einer von... Oh, ho, ho, ho. Nix. Nix. Noch irgendeiner, der da von oben runter hüpft oder so? So, ich wüsste gerne, ob du auch diese garstige Fähigkeit hast mit dem Verringern meines Lebens oder ob das nur Dankpei. Ne, die scheinen in der Hierarchie irgendwie unten unter den Typen mit dem Brandeisen zu stehen. Okay, komme ich von da oder war ich da? Da war ich noch nicht. Ne, das geht. Okay. Interessant. Ich bin gerade am Überlegen, habe ich irgendetwas vergessen in den vorherigen Bereichen? Mit Sicherheit. Ich habe mit Sicherheit eine ganze Menge vergessen. Weil das sieht hier so aus, als würde das sehr, sehr, sehr viel weitergehen. Und das ist eine verdammte Mimik. Okay, es ist offensichtlich. Offensichtlich habe ich das Symbol der Gier, ich glaube, Symbol of Avarice, schon gekriegt, weil ich Dings benutzt habe. Hier, wie heißt es? Lloyds Talisman, beziehungsweise wie auch immer das hier heißt. Bitte! Du lügst doch! Du, oh, ich bin ausgewichen. Nein, 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 nein. Karate kickt er mich von hinten. Nein. Oh mein Gott. Lass mich doch nicht von dir verarschen. Da war mal. Oh, da war mein Timing offensichtlich nicht gut genug. Wow. Ah, zum Glück habe ich mich gerettet. Gerated. Monsterhead. What could this be a treasure? Wer inzwischen immer noch nicht weiß, wie er Mimics von normalen Truhen zu unterscheiden hat, der tut mir leid. Wobei ich hab da leicht reden, ne? Ich bin da jetzt nicht gerade. Moment. Ist das ein großer? Oh, hi. Moin. Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. So. Hi. Ja, ich meine, what? Whoop. Okay, ihr seid hin. Oh, da ist noch einer. Au. Dieser alte Penner da hinten mit seiner Armbrust macht alles richtig. Er macht alles richtig. Aber offensichtlich haben die keine Skills, was mein Dings angeht. Mein Gesamtleben. Das sind im Grunde nur veränderte Bauern. Beziehungsweise Bauern mit Masken. Komm du mal um die Ecke. Das lasse ich mir nun nicht gefallen, ne, von euch. So, da ist auch noch einer von denen. Was bist du für einer? Du bist anders. Hast du rote Augen oder kommt mir das nur so vor? Naja, kommt mir nur so vor, ne? Ja. Kam mir nur so vor. Und selbst wenn du rote Augen hattest, das hat in diesem Falle nicht bedeutet, dass du mehr Leben hast als die anderen. Das heißt, schnell war er hinfort. Man kann hier nur runterhüpfen.
Das beunruhigt mich. Da hinten habe ich aber eine Leiter gesehen. Das heißt, vielleicht ist das meine erste Wahl. Vielleicht möchte ich zuerst hier runter rutschen, bevor ich den leichtsinnigen, möglicherweise Fehler begehe, da runter zu hüpfen und in die Arme eines garstigen Wesen. Was zum Teufel? Ach, das ist ein Riese! Hat der pennt? Okay, ich möchte ihn, glaube ich, schlafen lassen, oder? Wobei ich da nicht vorbei kann, wenn ich ihn schlafen lasse. Ha? Dann muss ich mich irgendwo runterfallen lassen. Au weh. Warum bist du denn gerade da eingeschlafen, Mann? Okay, jetzt muss ich mir aber meine Nachrichten mal angucken. Das ist ja lächerlich hier. Welche Nachrichten werden denn bewertet in letzter Zeit? Moment. Hier bin ich ja ganz falsch. Ist jetzt gar nicht so, dass sie irgendwie großartig gut bewertet werden hier. Ah, eine habe ich schon mit 10. Superhead, therefore praise the stomach. Ach, ja, okay. Ja, alle anderen sind irgendwie nicht so. Nee. Okay. Das wirkte mehr irgendwie. So, ich glaube, da muss ich irgendwo runterhüpfen, sinnvollerweise. Bevor ich mich mit ihm anlege. Ich möchte ihn ja ungern aufwecken. Wobei der wahrscheinlich trotzdem aufgeweckt wird. Das ist die Frage, wo hüpfe ich da am besten runter, ohne ihm auf die Nerven zu gehen. Lässt sich nicht öffnen oder zerstören oder ähnliches. Geronimo? Ach du meine Güte. Direkt neben ihm. Und der... Oh weh. Ich find's toll, wie der da drin gefangen ist. Beziehungsweise wie er da gefangen ist in dem... Oh Moment. Gut zu wissen. Das habe ich nicht gesehen. Das hätte ich nicht gesehen. Ich hoffe, der kann da weiter schlafen, ohne dass... Oh, Ratten. Ich hoffe, der kann da weiter schlafen, ohne dass irgendwas passiert. Oh mein Gott, so viele Ratten. So viele Ratten. Gefallen tut mir das nicht. Pickaxe! Na, gefällt mir nicht, dass hier so viele Ratten sind. Wisst ihr selber? Denke ich. Soul of an Unknown Traveler. Okay, ich glaube, ich gehe mal hier hoch. Vielleicht auch nicht. Hatte jetzt gedacht, da kann man hoch. Aber das scheint nicht der Fall. Moment. Ah, okay, da sind Jailer. Da sind mehrere Ratten am Start. Da war ich schon. Ja, wir werden wahrscheinlich da unten hin geraten. Aus irgendwelchen... Ugh. So viele Ratten. Geht mal weg, Kinnos. Ihr seid doof. Doof seid ihr. Könnte mir gut vorstellen, dass das nicht die letzten Ratten sind, die aus diesem Loch kommen. Ups, hab ich's mir gedacht. Da ist noch eine hinter mir. Wenn mich nicht alles täuscht. Ist das auch so eine große? Ja, ist auch so eine große.
Zum Glück können die alle nix. Na toll, ich bin jetzt wegen einem Jauche-Küchlein hier hingelaufen. Oh shit. Da ist wieder einer von denen am Start. Nö, ich glaube, das spare ich mir erstmal. Das sieht so aus, als könnte das einen ziemlichen Clusterfuck geben, ne? Als kämen von allen Seiten irgendwelche Leute auf mich zugerannt. Das spare ich mir erstmal. Oh nee. Fluch. Die Tiefen. Die Tiefen sind am Start. Wo sind sie? Oh, da ist ein Loch. Da ist ein Loch. Die kommen von da rausgehüpft. Die Frage ist, wann kommt ihr? Da sind noch eine. Da sind zwei Truhen. Zwei Mimics. Ne, das sind nur normale. Old Selkie. Oh, da ist eine Mimik. Alles klar. Oh, fickt euch. Ihr könnt mich doch mal am Arsch lecken. Nope. Nope. Hab ich's mir gedacht? Ihr Kackbratzen. Der steckt echt drei Schläge ein. Ich glaube, es hakt. Warum wusste ich das? Ich meine, ich bin ja nicht doof, ne? Aber das sind echt fünf Stück rausgehüpft. Das ist echt ein bisschen dreist, ne? Whoops, nö. So, Kinners. Jetzt gibt's nochmal Schläge für die Mimik. So, Madame. Oh, so eine bist du. Die gibt's also auch wieder. Okay. Bitte was? Okay, die ist neu. Beziehungsweise nicht komplett neu. Die gab's, so eine ähnliche gab's auch schon in, Dark Souls 2, aber die... Ich hatte gerade fast das... Die Befürchtung, dass sie mich durch die... Huch. Okay, das ist interessant. Dass sie mich durch die... Die Map haut. Au. Dark Clutch Ring, alles klar. Dann mache ich mehr Dark-Schaden, aber habe dann gleichzeitig auch deutlich schlechtere Verteidigung. Gehe ich stark von aus. Ich guck mal gerade, ob der irgendwas Besonderes sagt. Beziehungsweise, ob es da irgendwie bestimmte Lore zu gibt. Ich habe ja jetzt den Fire Clutch Ring und Dark Clutch Ring. Ring depicting a hand grasping a purple stone increases dark attack, but compromises damage absorption. An old fable in Londor. Londor? Moment, ich frage mich gerade. Genau, an old fable of Londor. Crestfallen might otherwise be overcome by despair. Alles klar, also diese Fire Clutch Rings kommen aus Londor. Oh mein Gott! Ich habe gerade... Ich weiß gerade, was ich vergessen habe. Und zwar eine Rüthel, aber okay, das merke ich mir. Wenn ihr euch daran zurückerinnert, ich bin ja am Anfang hochgelaufen. Das war noch, als ich invaded wurde, ganz am Anfang. Die ersten 20 Minuten der Invasion. Danach bin ich ja weitergelaufen. Und dann kamen drei Leute aus so einem
aus so einem Bereich raus, aus so einem, so einer Kapelle. Ich glaube, das ist in der Nähe dieser Yorshka Church gewesen. Ja, auf jeden Fall war ich da noch nicht drin. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas vergessen habe. Da muss ich mal irgendwann bei Zeit nochmal hinrennen. Wenn ich mal wieder Zeit habe. So. Ich werde nochmal eben den Kollegen da. Da sind mehrere. Oh mein Gott, das sind viel, viel, viel zu viele. Einen möchte ich gerne haben hier. Kommt der alleine? Ich hoffe doch. Bäh. So. Lacht der? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Das wäre ein bisschen dreist. Mein Lieber. Ne? Kann ich so nicht gutheißen. So, also mit denen möchte ich. Was? Wie viele sind denn das? Oh mein Gott. Okay, das sind für meinen Geschmack eindeutig zu viele. Ich frage mich, ob ich da lieber rüberrenne. Aber da ist wahrscheinlich dann auch wieder irgendein Clusterfuck am Start. Mein Gott, sind die auf dem Weg hierhin? Ne, die drehen eine Runde. Das sind drei Stück. Das sind also mindestens sechs gewesen. Jetzt sind es fünf. Mist. Mist! Mein Gott. So, Kollege Turnschuh. Hallo, guck mal, ich bin hier. Hallo. Nicht? Was ist da gerade kaputt gegangen? Ich weiß es nicht. Ach, da geht's auch noch lang. Okay. Nee, ich räume mal eben den. Mal eben. Das klingt so, als würde das schnell gehen. Ich räume mal diese Leute aus dem Weg. Okay, hier bin ich. Genau, komm mal hier hin. Hallo! Okay, das hat mir jetzt nicht so viel abgezogen, dass es mein derzeitiges Leben beeinflusst hätte. Ich habe nämlich weniger. Hättest du nicht mit gerechnet. Scheiße. Nee, 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 läuft nicht. Ich weiß eure Fähigkeit zu schätzen. Aber ihr könnt gerne mal eure Sachen droppen. Wenn das möglich ist. Okay, deren Reichweite ist schon beträchtlich, muss ich zugeben. Alter. Werden das immer mehr? So. Oder ist das jetzt der letzte? Ich würde es fast sagen, ne? Oh, Mist. Hoffe, das war der letzte. So, Large Titanite Shard. Ich werde aber trotzdem sehr vorsichtig sein hier. Das ist jetzt der mittlere Bereich. Da oben habe ich Pause gemacht. Zwischen den letzten beiden Folgen. Zwischen der letzten und dieser Folge. Das ist hier anscheinend das Erdgeschoss. Da ist wieder einer von den komischen Heinis am Rumsitzen und heult. Ne, mehrere sogar. Ja, da sind mehrere am Start. Da ist ein Item. Alva-Helm. Moment. Alva-Helm? Ach, Alva? Seeker of the Gedöns? Muss ich doch gerade mal. Na. Gucken. Alva-Helm. Ich dachte, das wäre der Name eines
Protection of Alva, Seeker of the Spurned. This steel helm was trimmed to reduce weight. To this day, troubadours sing of tales of the wandering knight Alva and his travels. Das war doch ein Typ. Okay. And of his involvement with the saint and the witch. Needless to say, the songs traditionally end in tragedy. Saint and the Witch? Okay. Ja, die Klappe, also die Helmklappe ist ein bisschen übertrieben groß. Und sieht ja gar nicht so schlecht aus. Nee, aber ich bleib bei Lautrec. Allein schon, weil der was hat. So ein bisschen kronenartig. Nun ja, Moment, ich muss mal gerade gucken, kann ich da? Ja, ich hatte gerade gedacht, ich könnte da irgendwie hoch, dass ich da lang laufen kann, aber das muss man wahrscheinlich anders lösen. Fällt da irgendwas runter, wenn ich das aufsammle? Aber droppen wollen die nix, irgendwie. Die Brandeisentypen. What? Was war das für ein Geräusch? War das der Riese, der sich aufregt? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich möchte nicht noch einen Riesen töten müssen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ah, nee, da ist einer von denen am Start wieder. Alter, wie krass schnell das geht. Ich habe ja in der Aufnahme gesehen, vom letzten Mal, wie... Nö, nicht du ein... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wow. Der hätte mich locker gewone-hittet. Das ist eine fiese Positionierung gewesen. Okay, mal darauf achten, was man da öffnet. Trapping inside. Okay. Was heißt Trapping inside? Heißt das, ich werde damit bösen Dingern. Na egal, ich geh erstmal hier hin. Trapping inside klingt schon mal nicht so schön. Nein, nein, nein. It's locked. Ist ja gut. Ist da jemand drin? Da ist jemand drin. Witch? Das sieht aus wie eine Hexe. Okay. Noch jemand, der eingesperrt ist. Das war nicht Beat Rice, oder? Würde ich ja lustig finden. Aber ich vermute nicht. Visions of Treasure am Arsch. Gar nix. Wo ist denn hier Vision of Treasure? Weiß nicht, was der meint. Oder sie. Ich habe da gar nichts gesehen. Das sieht echt aus wie irgendetwas, was mir bekannt vorkommt. Ich weiß halt nicht. Kiln of the First Flame. Dafür ist es eigentlich auch ein bisschen zu klein irgendwie. Aber was sollte das sonst sein? Es ist irgendein Turm, der wahrscheinlich mir bekannt vorkommen sollte. Ich weiß aber nicht, welcher das ist. Sehr fadenscheinig. Ich muss mal gerade gucken, wie... Ich habe jetzt diesmal, habe ich das erste Mal, glaube ich, in meiner Geschichte des Let's Plays geguckt, wie lange ich ungefähr aufnehme, beziehungsweise wann ich aufgenommen habe. Wann ich angefangen habe aufzunehmen. Und noch habe ich Zeit, das ist ja großartig. Da ist noch eine Mimik. Alter, wie viele Mimics sind denn hier? Und ich hatte schon das... Gefühl, dass irgendwie... dass es recht wenige Mimics gibt im Spiel. Ja, scheiße. Nix.
Mehr als genug. Xanthus Airships. Oh, cool. Komm, kriegen wir dann vielleicht. Ah. Ich hab vor lauter Fearhead. Ich hab vor lauter Schreck wieder mal nicht gelesen. You bastard head. Ich hab vor lauter Schreck mal wieder nicht gelesen, was da stand. Was habe ich denn da jetzt aufgesammelt? So, ich weiß, dass ich die Xanthus Ashes habe. Shrine Hammer, Umbral Ash of a Sorcerer will explore the golden sorceries of a long lost land. With this, the Shrine Handmaid will They were called Xanthus Scholars, but some foolishly imitate them by simply dressing in yellow. But some foolishly imitate. Achso. Achso, es gibt Leute, die die imitieren, indem sie sich gelb kleiden. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Man braucht auch ridiculous headwear. Also, ich gucke jetzt erstmal, bevor ich mich ihrer annehme, ob hier irgendwas ausbrechen kann. Ne, die sind einfach geschlossen hier. Ich denke mal, ich werde hier, bevor das wieder so eine spezielle Dame ist, Mimik. Ich gehe jetzt davon aus, dass Mimics weiblich sind. Das ist auch ein bisschen. Bisschen falsch, ne? Also wahrscheinlich weder noch. So. Lohnt sich das, gegen dich zu kämpfen? Bist du... hast zwei Titanite-Scales am Start. Okay, es lohnt sich eigentlich schon. Zumindest kann ich dir ein bisschen Schaden machen. Okay, es lohnt sich schon. Das Hunter-Charm zu nehmen. Beziehungsweise Lloyds Talisman. Talisman. Was ist hier falsch? Ah, okay. Das ist der Bereich. Und das Ding fällt zu. Was ist hier falsch? Die sind, glaube ich... Nee, das ist auch einer von den Bösen. Oder? Bist du gechillt? Bleibst du gechillt, wenn ich den nicht angreife? Ich würde gechillt bleiben. Du auch? Das ist halt die Frage. Bleiben die gechillt? Oder nicht? Der bleibt auf jeden Fall nicht gechillt. Ich möchte die beiden nicht töten, wenn es nicht sein muss. Okay, es muss sein. Alles klar. Never mind. Dann aber so, wie es mir gefällt, Freunde. Und zwar mit Arrow in the face. Meinetwegen auch ins Knie. Das ist mir ganz egal, aber... Moment, ich hab kein Arrow mehr! Muss ich die gümmeligen Arrows nehmen. Okay, das ist... Soll mir ganz egal sein, muss ich zugeben. Hallo, guck mal. Ich bin der Arrow-Mann. Ich habe Arrows für dich. In the face. In the face. Also, wo ist der andere? Arrow in the face. Arrow in Defies. Wo ist denn der andere? Oder hatte ich den weggeschossen schon? Hatte ich den schon weggeschossen? Weil der scheint auch ein Böser zu sein. Schade. Warum seid ihr alle so garstig? Ihr erinnert mich an übergroße Kinder. Oh, an übergroße Neugeborene. Die sich mit Schlangen gepaart haben. Und anderen Wesen. Profaned Coal. Okay, das geht also jetzt in Richtung Profaned Capital. Das heißt Yorm. Yorm haben wir ganz am Anfang gesehen. Das war der gute Herr, der, ich glaube, als letztes uns gezeigt wurde. Der Riese.
Mit dem übertrieben riesigen Riesenschwert, der dann am Ende geglüht hat, wie ein Bekloppter. Ich vermute, dass das ein fieser Bosskampf werden könnte gegen den Herrn. Könnte. Moment. So, arf, 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 arf. Was war hier? Genau, hier war dieser Schreinetyp. Dann gehe ich nochmal eben da hinten hin. Ich bin mir gerade nicht mehr so ganz sicher. Ich habe spontan vergessen, wo ich war und wo ich hin muss. War ich hier schon? Ich glaube nicht. Ah, das ist eine Abkürzung. Oder auch nicht vielleicht. Was zur Hölle? Was? Was? Was ist das? Dragon Torso Stone? Bitte wie? Dragon Torso Stone? Was war das bitte? Wo ist der Dragon Torso Stone? Hier offensichtlich nicht. Sehr schön. Oh, das könnte ich mir auch nochmal angucken. Enable Dark, Lacerating and Hollow Infusion. Coal used for the remnants of the fire that burned down the profaned capital, preserved in an icy skull. Okay, das profaned, die entweihte, also ich übersetze es mit entweihter Hauptstadt, wurde niedergebrannt. Small Doll haben wir. Ist denn? Der ist Torso Stone, ist auch kein Helm. Ist das ein Item, das uns in einen Drachen verwandelt? Doch wohl nicht. Aber ernst, wo ist das Ding? Ist das ein Ring? Dragon, Lingering Dragon Crest, Dusk Crown Ring. La 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 la. Ich habe gerade nicht die leiseste Ahnung, wo das Ding ist. Was das war. Ich gehe jetzt mal hier durch. Das ist ja lächerlich. Wo ist denn das? Charcoal Pine Resin. Das ist das ganze Resin. Ich habe keine Dragon Torso Stone. Stone imbued with the power of the everlasting dragons. Used in a secret rite by dragon worshippers. Gain the torso of a dragon and a dragon's roar. A transformation that is irreversible. Was? From ancient times, the path of dragon worship was walked by warriors. It is said they envision Archdragon Peak in the depths of their meditation. And at times, they even hear the distant sound of the great bell of at the peak. Archdragon Peak. Den höre ich jetzt zum ersten Mal. Okay. Archdragon Peak. Moment. Das geht nicht in Richtung eines Drachen jetzt gleich als nächsten Boss, oder? Ich meine, das würde fast nahe liegen, weil zwei Lords hintereinander würden mich dann schon ein bisschen wundern. Aber what? Oh. Es geht nach oben. Es geht nach oben. Und da ist ein Item. Gut zu wissen. Da ist noch ein Item. Da sind Holzbalken. Okay. Abkürzung. Gut, sehr gut. Sorry, dass ich hier eure Krüge durch die Gegend trete. So gemeint war es nicht. Lightning Blade.
So, aber kann ich da einfach runterspringen oder wie ist das jetzt nicht so weit, ne? Nö. Okay. Das ist gut zu wissen. Arch Dragon Peak. Und da gibt es anscheinend auch eine Glocke. Es gibt also nicht nur eine Glocke, das ist gut. Auch gut zu wissen. Ist also anscheinend auch wie bei Dark Souls 1. Mehrere Glocken. Ich meine, eine Glocke ist überm Firelink Shrine gewesen. Die haben wir am Anfang gesehen, relativ. Und dann gibt es anscheinend noch eine Glocke und da ist irgendwo ein Drache. Yay, ein Drache. Da habe ich ja gute Erfahrungen mit Drachen. Hust, 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 Seath. Hust, 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 Kalamit. Wobei Kalamit sehr, sehr spaßig war, als ich ihn verstanden habe. Aber davor war er echt nicht so geil. Und dann habe ich mir ein Video von INB angeguckt, denn er meinte, ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Eigentlich einer der einfacheren Bosse. Ich so, was zur Hölle? Bloodstain, okay. Das ist ja sehr vielversprechend. Ich sollte vermutlich mal gucken. Ich habe nur ein Divine Blessing. Okay. Schockierend. So, werde ich hier invaded. Kann es sein. Oder was kommt hier? Was bringt mich hier um? Von da oben kamen wir. A large soul of a weary warrior. Warum gab es hier einen Blutfleck? Und wo zur Hölle sind wir hier? Das ist doch eine Lordwessel da unten. Das kann mir doch keiner erzählen. So, ich will mir doch jetzt mal angucken. Du bist hier, du hast gegen irgendwas gekämpft. Das heißt, da wird es entweder eine Invasion geben auf dem Weg dahin oder irgendwas anderes. Profane fucking Capital, okay. Das Ding ist also niedergebrannt. Aber was ist denn die Hauptstadt, bitte? Das sieht sehr aus wie Kiln of the First Flame. Bitte, was? Okay. Das ist neu. Du bist ein... Okay. Der ist Stein. Das ist ein Steingolem gewesen. Gibt es da noch mehr von? Da wird es noch mehr von geben. Wo kam der? Von wo kam der? Wo ich gerade überlege, das kann auch... Das erinnert mich... Neben dem Killen auch so ein bisschen an... da ist ein Bonfire, das ist schon mal gut. Neben dem Killen auch so ein bisschen an... ans Gemälde, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß auch nicht. Und wo kam der? Ich hoffe, da kommt jetzt nicht noch einer. Ich bin der Meinung, dass ich mir das Leuchtfeuer verdient habe, Kinder. Zumal ich dann auch eigentlich... Oh. Zumal ich dann auch... Im Ernst, ich komme da nicht so rüber. Wie komme ich denn da hin dann? Ah, okay, da ist eine Treppe. Leiter. Ich habe schon wieder Treppe gesagt, ne? Gibt's doch gar nicht.
Hier ist wahrscheinlich wieder ein Gegner am Start. Ich kann da nicht einfach so hinlaufen, oder? Doch. Kann ich doch. Ausgezeichnet. Gefällt mir. Dann kann ich mal eben wieder zum Firelink Shrine. Hüpfhorn. Dieses Item hier einsammeln. Stretch out. Nee. Wer zur Hölle? Das ist... Wie heißt der? Das ist der Leitertyp. Aus Dark Souls 2. Ich weiß nicht, wie er heißt. Das ist ein bisschen garstig, oder? Die Geste? Nein, nicht die. Junge! Stretch out. Wie garstig das ist. Komm, ich lehne mich dazu. Boah, ist das gemein. Wie gemein ist das? Okay, ein schöner Kommentar. Das ist, wie heißt denn der? Der hatte eine coole Stimme, beziehungsweise einen coolen Akzent. Ich weiß aber nicht mehr, wie er heißt. Auf jeden Fall ist das der Leitertyp aus Dark Souls 2. Ach ja, Stretch Out. Ich habe jetzt vor lauter Stretch Out nicht gesehen, was wir da eingesagt haben. Ach genau, an der Bone Shard war das. Was ist das hier? So eine leuchtende Gold... Gold? Ja, das ist Gold. Ein leuchtendes Dings. Oh, da wäre ich fast runter. Gefallen. Also, weg. Ich weiß beim besten Willen nicht, wie der heißt, der Typ. Da ist noch eine Leiter. Das ist gut zu wissen. Moment. Ist da einer? Da sind mehrere am Start. Das sind wieder... Sind das Jill? Sind das wieder Jailer oder sind das... Damen diesmal. Und das ist wieder einer von denen. Oder sind es zwei? Das sind zwei von denen. Scheiße. Okay, das wird lustig. Ich werde aber erstmal, wie gesagt, zum Firelink Shrine. Und dann denke ich mal, kann ich auch schon wieder aufhören. Ja. Das klingt nach einem guten... Nach einem... Erythra Profane Capital. Ja, leck mich an die Füße. Das klingt nach einem guten Abschlusspunkt. Für die jetzige Folge. Erstmal zum Firelink Shrine da alles abchecken, beziehungsweise Sachen verbessern, die verbesserbar sind. Swoosh, dann sind wir jetzt schon hier Level 8, Bonfire Level 8, das gefällt mir. Und zu Andre können wir dann auch und die Asche können wir Madame auch geben. Ach, Kohle können wir ihm auch geben. Ja, großartig. Lords, where did you happen upon this comb? This is much too dark. I see the abyss in it. Yet a smith I remain. I won't turn down a request, but forget not, your fight is for the flame and for your fellow kin, just like mine. A cursed fate this may be, but hope remains, does it not? Macht mich jetzt so ein bisschen denken, beziehungsweise fürchten, dass er in Richtung Dunkelheit rutschen könnte als Schmied, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen, weil dann wäre er als Schmied nicht mehr da. Ach, nein, da will ich doch gar nicht hin. I don't want to see my work. My work. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Ich denke mal, an Joel wird sich auch nichts getan. Bei Joel wird sich auch nichts getan haben. Nö.
glaube, eine Schriftrolle hatte ich nicht eingesammelt, ne? Für... Back again, I suppose. Ne. Come again. Orberg wird sträflich vernachlässigt. Für ihn habe ich jetzt auch nichts Neues. Naja, er hat auch nichts Neues zu erzählen. Dann ab zur Handmaid. Ah. Gracious. Passing fine ash thou hast given. Let this. I only hope these. Auch nichts Interessantes dazu zu erzählen. Schade. So, gib mir bescheuerte Headwear. Los! Bekloppte Headwear! Was? Naja, gibt's nicht. Schade. Die Frage ist, was gibt's denn denn? Was gab's denn da jetzt? So, außer... Was ich auch in den Aufnahmen gesehen habe, ich hab mich ja letztes Mal gefragt, irgendwann wird sie bestimmt Giftpfeile verkaufen. Tut sie nicht, das macht Patches. Wenn ich mich nicht vertan habe. Das heißt, ich werde gleich mal zu Patches hochrennen. Also, nö. Was hat sie, was gab es denn jetzt durch die Xanthus Ashes? Interessantes. Außer Twinkling Titanite. Nee, Titanite Scale. Nee, glaube ich auch nicht. Dual Charm. Ich glaube, ich werde mir zumindest ein paar, ich glaube 10 Undead Hunter Charms holen. Falls ich mal wieder auf die lieben Mimics treff. Gerade am überlegen, ob ich mir vielleicht ein bisschen Gold Pine Resin hole. Ich denke 10 gehen da auch klar. So, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da jetzt dazu kam. Muss ich ja mal zugeben. Ein Schlüssel war es nicht. Wobei, wir hatten, glaube ich, einen Schlüssel aufgesammelt, dessen Beschreibung ich mir noch nicht angeguckt habe. Das könnten wir gleich auch mal machen. Aber erst gehe ich gleich, beziehungsweise nie, da erst nicht, danach gehe ich. Zweihänder, was hat sie denn noch hier? Lothric Knight Greatsword. Mace. Lothric Knight Great Shield. Sosson. So, dann gehe ich doch mal eben gucken. Das war irgend Old Cell Key vielleicht? Nee, doch. Key to the oldest cell in all of Erythal Dungeon. Key, the first prison of the dungeon was a lone giant. Cells for men were built at his feet. Ach, das war... Okay, Der ist da also... länger als jeder andere schon eingesperrt worden. Großartig. Ich gehe davon aus, dass Leonhard auch nichts Neues zu erzählen hat. Das ist schade, dass die alle mal das Gleiche erzählen. Ich meine, Madame Turnschuh da unten erzählt seit Anfang des Spiels immer dasselbe. Also ich meine, die Feuerhüterin, da versuche ich es gar nicht erstmal. Da tut sich nämlich nichts. Hallo again. Jojo. So, genau, hier. Ich möchte nämlich ganz viele Poison Arrows, danke. Das ist mal eine Investition, die sich lohnt. So. Alles andere ist nämlich jetzt nicht so interessant. Ich meine, wer kauft denn Rubbish, bitte? Ha. Super albern. Nun denn. Thanks, good cop. Ja. Schleim mal rum. Machst du gerne. Ich weiß das ja. So, ich vermute, wir haben ja Seed of a Giant Tree zurzeit im Inventar. Ich denke, dass wir mal nur einen haben können gleichzeitig. Ich weiß es nicht. Ich vermute es. Naja. Ich glaube... Ich mache eine Pause hier. Ne, wisst ihr Bescheid. Ich lege mich jetzt einfach mal so hin. Bis zum nächsten Mal.